Und jetzt, meine Damen und Herren, der letzte Teil dieses Programmes. Einer der Höhepunkte dieses Programmes. Die Hayosha mit ihren eigenartigen Holzklopfharmonikas. Nach dem ersten Auftreten von Franz Wiedner aus Hayosch im Jahr 2012, der leider dann ein Jahr später verstorben ist, kamen im selben Jahr neue Mitglieder in die große Altmusikerfamilie, ebenfalls aus Hayosch, zu uns. Ihre Instrumente sind einmalig und sehenswert, ebenso wie ihr Auftritt. Eine echte Bereicherung dieser Musikszene. Herr Stefan Huber und Franz Schön treten mit ihren eigentümlichen Holzkisten. Das war der erste Gedanke, wie ich das sah. Was ist das? Was ist diese Holzkiste? Wo kommt der Ton daraus? Und so entstand der Teil dieses Programmes, Hayosch und ihre eigenartigen Knopfharmonikas. Und jetzt bitte ich die beiden Herren auf die Bühne. Zuerst wird uns der Herr Franz Schön einen Walzer spielen, Weihnachtserinnerungen und hinterher eine Polka, zu der ich dann noch einige Worte sagen möchte. Gute Unterhaltung. Schön ist eigenständiger Schreinermeister und eines seiner Hobby ist, diese Instrumente zu fertigen, reine Handarbeit. Und er spielt auch darauf, er spielt auf dem Instrument, das er vor einigen Jahren gebaut hat und er wird uns jetzt eine Polka spielen und zwar heißt die Polka Zwischen zwei Kellern. Wer Hayosch kennt, weiß, dass dort wahrscheinlich genauso viele Weinkeller sind wie Einwohner und dass ein Keller neben den anderen gebaut ist. Und diese in Hayosch gesammelte, aufgefundene Polka beschreibt genau die Zeit, die ein Besucher des einen Kellers braucht, um in den anderen Keller zu kommen. Prost! Thank you.
Nun wird uns Herr Stefan Huber einige Melodien spielen, und zwar Sie liegt mit mir, eine Walze, Tirol, Tirol, eine Polka, und zum Abschluss den Hajoscher Escher-Tanz, einen Marsch. Gute Unterhaltung.